Tagesordnungspunkte 17 sowie Zusatzpunkt 14. Beratung der Beschlussempfehlung des Verteidigungsausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Keine Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen sowie Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Keine Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und bitte machen Sie den Platzwechsel ein bisschen zügiger. Sie können sich später voneinander verabschieden in die Weihnachtsferien. Ich meine, alle Beteiligten, die jetzt noch Gespräche führen untereinander. So, man scheint sich bei Bündnis 90 Die Grünen selten zu sehen. Ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner das Wort dem Kollegen Henning Otto, Otte, CDU-CSU-Fraktion. Das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir beraten heute zwei Anträge, einen Antrag der Fraktion Die Linke und einen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der eine lautet, keine Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen. Der andere lautet, keine Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr. Wenn der Hintergrund dieser Anträge nicht so schäbig wäre, könnte man witzeln, wenigstens der Satzbau wurde individuell gestaltet. Im Kern aber lehnen beide Anträge die Bewaffnung von Drohnen ab. Und sie gefährden damit Leib und Leben der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten. Das möchte ich mal sehen, wie die Familien auf sie reagieren. Grüne wie Linke lehnen beide aus linksideologischer Arroganz die Einführung dieser Schutzdrohnen ab. Meine Damen und Herren, Drohnen sind nichts anderes als ferngesteuerte Fluggeräte, ferngesteuert von ausgebildeten Bundeswehrsoldaten. Sie antizipieren so von Anfang an einen unsachgemäßen Gebrauch. Und sie misstrauen unseren Soldatinnen und Soldaten. Sie entziehen ihnen damit das Vertrauen. Das ist unsachgemäß und das ist schäbig, meine Damen und Herren. Sie müssen sich zu diesem Thema überhaupt nicht melden. Sie lehnen die Bundeswehr ja von Grund auf ab. Aber auch die Grünen zeigen jetzt ihr wahres Gesicht. Sie steuern ja vermeintlich auf den politischen Mittelstreifen und biegen ohne zu blinken scharf nach links mit diesem Antrag ab. Aber, meine Damen und Herren, und das besorgt mich sehr, ich halte das Verhalten der SPD-Spitze auch für schäbig. Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir nach einer Anhörung die Bewaffnung von Drohnen ermöglichen. Wir sind jetzt 8 Jahre dabei zu diskutieren. 2017 im Sommer war es der 100% Mr. Schulz, der dann gesagt hat, es ist verboten, zuzustimmen im Verteidigungsausschuss. 2020 war es Herr Walter Borjans, der verboten hat, zuzustimmen. Gegen die Einstellung der roten Verteidigungspolitiker, was zum Rücktritt des verteidigungspolitischen Sprechers von Fritz Felgentreu geführt hat. Das bedauere ich sehr, aber ich bedanke mich persönlich bei dir, Fritz, für die gute Zusammenarbeit. Die SPD aus Partei, Fraktion und Kabinett lässt die Bundeswehr hiermit im Stich. Die SPD bricht auch das Wort in der Koalition. Es geht hier um Leben und um Tod. Leben, wenn man sich gegen einen Beschuss mit bewaffneten Drohnen wehren kann. Tod, wenn man sich nicht gegen diesen Beschuss wehren kann. In Kunduz war die Situation, dass die Soldaten mit einer Beobachtungsdrohne eine Gefahrenquelle gesehen haben. Sie mussten sich auf den Boden legen und auf Glück hoffen, dass sie nicht getroffen werden. Hätte man eine bewaffnete Drohne, dann hätte man sich wehren können. Es geht lediglich um die Beschaffung von 5 Luftfahrzeugen, meine Damen und Herren. Ich stelle hier die Frage, dürfen wir als Parlamentarier unsere Soldatinnen und Soldaten in gefährliche Einsätze entsenden und ihnen gleichzeitig die technisch notwendigen und vorhandenen Möglichkeiten entziehen, sich zu erwehren? Nein, das dürfen wir nicht, meine Damen und Herren. Deswegen brauchen wir eine bewaffnete Drohne. Die SPD behauptet ja, sie wolle jetzt Zeit haben zum Diskutieren. Wir verlieren wertvolle Zeit für die Ausbildung der Piloten, für die Beratung der Verträge und auch für die Beschaffung.
es wäre Pflicht des Bundesfinanzministers gewesen, der sich als Vizekanzler bezeichnet und Kanzlerkandidat der SPD ist, unserem Land zu dienen, die Finanzierbarkeit zu ermöglichen, die Vorlage durchzugeben und damit Schaden von unseren Soldaten abzuwenden. Aber die Beschaffung von Drohnen gibt die Möglichkeit, den übergeordneten Sinn einer Debatte zu verstehen. Wie stehe ich denn als Bundestagsabgeordneter und als Partei zu unseren Soldaten, zu unserer Bundeswehr und zu unserem Land? Ich hätte erwartet, dass der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, hier ist. Abgeordneter da vom größten Bundeswehrstandort, nämlich Munster. Lars stellt sich nämlich hin in Munster und verabschiedet wort- und blumenreich die Soldaten in den Einsatz. Aber er hat nicht den Mumm und den Schneid, gegen die Parteispitze als Generalsekretär aufzustehen und nämlich das zu fordern, was man braucht, Schutzkomponenten für unsere Soldaten. Und hier zeigt sich, meine Damen und Herren, hier zeigt sich ein gemeinsamer Kniefall von SPD, Links und Grüne vor der sozialistisch-pazifistischen Ideologie. Das ist ein Verrat an der Bundeswehr. Dieses Gefecht, dieses Manöver ist sowas von offensichtlich. Die SPD dreht scharf nach links ab und sucht die Option im rot-grünen linken Glück. Aber dieses Glück wäre bei den sicherheitspolitischen Herausforderungen ein Unglück für unser Land. Und deswegen kommt es auf die Union an. Wir als CDU, CSU, wir stehen weiter zu unserer NATO-Verpflichtung. Wir stehen zu unserer Truppe. Wir sind bereit, 46,9 Milliarden auszugeben. Und wir werden weiter investieren müssen in die Modernisierung, in die Einsatzbereitschaft, damit wir auch mit einem guten Gewissen sagen können, ja, wir entsenden Soldatinnen und Soldaten in gefährliche Einsätze. Ja, wir geben ihnen aber auch die möglichen Schutzsysteme mit an die Hand. Denn es geht darum, Frieden, Freiheit zu bewahren, Sicherheit zu bewahren. Und deswegen lehnen wir diesen Antrag, meine sehr verehrten Herr Kollege, erlauben Sie noch eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion. Ich versuche die ganze Zeit dazwischen zu kommen, aber Sie haben nicht mal Luft geholt. Erlauben Sie noch eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion. Ich bin jetzt am Schluss meiner Rede und ich möchte noch einmal sagen, wir hoffen und setzen auf die Einsicht der SPD. Wir als Union, wir stehen zu unserer Truppe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir lehnen den Antrag ab. Gut, die Antwort war nein. Die Antwort war nein. Nächster Redner ist der Kollege Gerold Otte, AfD-Fraktion. Herr Kollege Otten, ich muss mich wirklich entschuldigen. Ich bin auf meine Schriftführer angewiesen. Bei mir steht Otte, aber Sie heißen tatsächlich Gerold Otten. Genau. Ja. Haben nicht viel gemeinsam mit der CDU, aber ja, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir gerade eine emotionale Rede gehört. In den vergangenen Monaten und Jahren wurde über mehrere Foren über die Notwendigkeit von bewaffneten Drohnen diskutiert. Abschluss bildete, wie ich schon gehört, hier eine Anhörung im Bundestag. Vor wenigen Tagen fiel aber dann der SPD auf, dass die bisherige Debatte zu sehr auf den Schutz unserer Soldaten verengt wäre. Der Krieg im Bergkarabach zeigt aber nun, dass bewaffnete Drohnen auch als Angriffswaffe genutzt werden können, so die Kollegin Heinrich von der SPD. Meine Damen und Herren, das ist doch der sicherheitspolitische Offenbarungseid der SPD, was Sie abliefern. Mit der Form können Sie genauso Panzer, Korvetten und Kampfflugzeuge ablehnen, denn das sind auch Angriffswaffen, wenn Sie wollen. Dennoch enthält diese Erkenntnis zwei bemerkenswerte Aspekte. Erstens, der Union fällt nun ihre Argumentation voll auf die Füße, diese Waffensysteme dienten nur dem Schutz unserer Soldaten im Einsatz. Und zweitens, die SNB-Führung offenbart hier ein erschreckendes Maß an Ignoranz. Und es ist kaltes politisches Kalkül. Ich weiß nicht, was mehr verachtenswert ist. Vor einem Jahr habe ich hier an dieser Stelle bereits in der Theorie das vorhergesagt, was in Bergkarabach eingetreten ist. Bewaffnete Drohnen sind Wirkmittel zur Aufklärung, Überwachung und Bekämpfung gegnerischer Kräfte. Die Aserbaidschaner verdanken ihren Sieg der Fähigkeit, feindliche Stellung und Kriegsgerät aufzuklären, um punktgenau zu bekämpfen. Besser als eben Artillerie oder Kampfflugzeuge können, vorausgesetzt eine wirksame Luftabwehr fehlt. Ich fasse dies damals so zusammen, und das gilt auch heute noch. Schutz für unsere Soldaten entsteht einzig durch Aufklärung und Wirkungsmöglichkeit auf dem Gefechtsfeld. Und natürlich sind bewaffnete Drohnen dazu das geeignete Luftkriegsmittel. Das alles aber zeigt, in der SPD-Fraktion fehlt sich nur ein Sachverstand, sonst jeglicher Bezug zur Realität ist verloren gegangen. Das in der Partei, die mit Helmut Schmidt oder Georg Leber renommierte Verteidigungsminister hatte in diesem Land.
Schämen sollten Sie sich. Man kann das Lavieren der SPD nur als schizophren bezeichnen. Vorgestern versprechen Sie gegen eine Bewaffnung von Drohnen aus. Gestern stimmen Sie im Verteidigungsausschuss gegen den gleichlautenden Antrag der Linkspartei. Das ist doch eine sicherheitspolitische Geisterfahrt, was Sie hier veranstalten. Jetzt erklären Sie doch bitte mal unseren Soldaten, die sich leichtfertig mit ihren Stimmen gefährliche Auslandseinsätze nach Afghanistan und Mali schicken, denen Sie dann aber aus parteitaktischen Erwägungen den Schutz und die Mittel von feindlichen Angriffen verweigern. Meine Damen und Herren, die Beschaffung bewaffneter Drohnen ist ein hochbrisantes gesellschaftliches Thema. Allein das widerspricht schon der These von einer mangelnden öffentlichen Debatte. Fakt ist, es gibt seit mehr als einem Jahrzehnt eine breit angelegte Kampagne gegen bewaffnete Drohnen, vorangetrieben von Links und Grünen und ihren Gesinnungsgenossen an den Schalthebeln der veröffentlichten Meinung. Union und FDP wussten schon vor mehr als 10 Jahren, was nötig ist. Doch die selbsternannte politische Mitte regierte hier die Furcht. Furcht vor einem Teil der medial fehlinformierten und parteipolitisch instrumentalisierten Gesellschaft, nicht mehr wählbar zu sein. Darum wurde diese Entscheidung über mehr als ein Jahrzehnt verschleppt. In der SPD bricht sich aber nun wieder die linke Haltung Bahn. Ist die Furcht von Mützenich und Borjans Groß, von der linken Wählerklientel abgestraft zu werden, würde man einer Beschaffung von Drohnen zustimmen. Ähnlich so bei den Grünen. Auch sie sind Opfer ihrer eigenen linken und weltfremden Propaganda. Und viel Spaß, meine Damen und Herren von der Union, mit Ihrem neuen Koalitionspartner. Wie fühlt man sich eigentlich? Wie fühlt man sich eigentlich, nachdem die SPD Ihnen ihr Herzensprojekt der Verteidigung versenkt hat? Das alles vor dem Hintergrund, dass Sie der SPD in der Legislaturperiode jeden Wunsch erfüllt haben, bis hin zur Grundrente. All das aber zum Leidwesen der Bundeswehr, ihrer Soldaten und der Sicherheit unseres Landes. Während nun viele unserer verbündeten Streitkräfte über diese Waffensysteme verfügen, ist die Bundeswehr auf dem Weg, eine drittklassige Armee zu werden. Technisch veraltet, materiell gebeutelt, personell ausgehöhlt. Ohne Befähigung zum Kampf, nicht in der Lage, unsere Heimat zu verteidigen. Dafür sind Sie mitverantwortlich. Wir fordern daher die SPD auf, zurückzukehren auf den Kurs der Realpolitik. Einen Kurs, den ein Helmut Schmidt gefahren hätte. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Otten. Nächste Rednerin ist die Kollegin Siemtje Möller, SPD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Angesichts eines Antrages der Opposition, der uns hier zur Abstimmung vorgelegt, oder zwei Anträgen, könnte ich es mir sehr leicht machen und meine Rede nun mit "Wir lehnen ab" abschließen. Aber angesichts der hochkochenden Debatte in den analogen und sozialen Medien und der Überemotionalisierung von allen Seiten möchte ich die Gelegenheit nutzen und vor allen Dingen mich an Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten, wenden. Ich möchte Ihnen deutlich sagen, dass ich mich für die Beschaffung der Bewaffnung ausspreche und damit den vorgelegten Anträgen auch inhaltlich ablehne. Ich tue das, weil mir Ihr Schutz in den Einsätzen wichtig ist. Und dieser Grundsatz gilt ebenso für alle meine Kolleginnen und Kollegen der SPD-Bundestagsfraktion, unabhängig, ob sie sich für oder gegen die Bewaffnung aussprechen. Uns ist Ihr Schutz und Ihre Ausrüstung wichtig. Deswegen stehen wir als Bundestagsfraktion seit 2014, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, zu dem Aufwuchs im Einzelplan 14. Auch in 2021 stellen wir Ihnen gemeinsam mit dem Koalitionspartner erneut mehr Mittel, satte 1,5 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Trotz Corona, trotz vieler anderer Bedarf und Forderungen, die an uns herangetragen werden. Weil wir wissen, dass es massiver Investitionen bei der Bundeswehr bedarf. Weil wir wissen, dass viel Gerät in die Jahre gekommen ist oder besser gesagt sich im Greisenalter befindet. Weil wir wissen, dass am Ende verfügbares, funktionierendes Material sowie die Ausbildung an diesem Ihre Lebensversicherung sind, dann, wenn Sie sich für uns im Einsatz befinden. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Strack-Zimmermann? Ich würde gerne meine Rede zu Ende halten. Danke. Und ich halte auch fest, klar, auch die Hero und TP kann eine solche Lebensversicherung sein.
Ich bin mir sehr bewusst, welche Fragen unsere Debatte in der Fraktion hervorgerufen hat. Lassen Sie mich deshalb kurz einige der Gedankengänge skizzieren. Ganz grundsätzlich ist es doch so. Das Waffensystem Heron TP läuft per Leasing ab nächstem Jahr zu. Dann gehen die Soldatinnen und Soldaten in die Ausbildung. Und frühestens in 2022 wird die Heron TP sich in einem Einsatzszenario befinden. Damit ist es doch mitnichten so, Herr Kollege Orte, dass der erhöhte Gesprächsbedarf in der SPD-Bundesfraktion nun dazu führt, dass unmittelbar Leben von Soldatinnen und Soldaten aufs Spiel gesetzt wird. Denn frühestens in 2022 könnte Heron TP seine Schutzwirkung entfalten. Und klar ist doch auch, angesichts der Turbulenzen der internationalen Politik, dass heute niemand voraussagen kann, in welchen Szenarien sich die Bundeswehr dann befinden wird und inwiefern Force Protection, insbesondere mobile Force Protection, beispielsweise für Patrouillen, überhaupt benötigt wird. Natürlich, Heron TP kann Force Protection mobil, aber auch stationär gewähren. Für den stationären Schutz von Lagern eignen sich aber auch andere Waffensysteme, wie beispielsweise das NES-Verteidigungssystem Mantis, ein wirksames Verteidigungssystem für den Nahbereich. Leider hat die Bundeswehr nur eins von diesem System, ein einziges in den Einsatzgebieten. Das befindet sich in Mali. Ein Antrag der SPD und der CDU-CSU-Fraktion wurde vom Ministerium zwar zur Kenntnis genommen, aber dennoch wurden keine weiteren Mittel zur Verfügung gestellt, um beispielsweise für das von der Ministerin in ihrer Rede erwähnte Lager in Kunduz, für dieses Lager einen wirksamen Schutz zur Verfügung zu stellen, der noch dazu von der Stange erhältlich wäre. Ich finde, dieser Kritik müssen Sie sich stellen, wenn Sie uns vorwerfen, ich zitiere, uns an den Soldatinnen und Soldaten zu versündigen. Richtig ist doch, dass es neben den Drohnen noch weitere Möglichkeiten für den Schutz von Lagern und Soldatinnen und Soldaten gibt. Schutzeinrichtungen, für die der Verteidigungsausschuss mit den Stimmen der SPD und auch der CDU-CSU sich ausgesprochen hat. Schutzeinrichtungen, die Sie nicht in der Lage sind zu beschaffen. Ich finde, hier kann und muss das Ministerium mehr tun, wenn Ihnen so wie uns das Leben der Soldatinnen und der Schutz und die Sicherheit am Herzen liegen. In 2018 haben wir gemeinsam im Koalitionsvertrag festgehalten, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, über die Beschaffung der Bewaffnung wird der Bundestag nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung gesondert entscheiden. Wir haben das so festgehalten, eben weil das ein Thema mit großem gesellschaftlichen Verletzungspotenzial ist. Ein Thema, was in großen Teilen der Gesellschaft erklären muss. Und für diese Erklärung braucht man eine Grundlage. Eine Grundlage, die die wesentlichen Fragen erläutert. Was sind die geplanten Einsatzszenarien? Was sind sie mit Blick auf Drohneneinsätze anderer Nationen eben auch gerade nicht? Wo sitzt der Operator? Wer gibt einen Befehl? Wie viele Augen sind beteiligt? Muss der Einsatz der Drohne Teil des Mandats sein oder kann die Bundeswehr selbst entscheiden, wie und wo sie die Drohne einsetzt? Spätestens seit 2018, verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit dem Abschluss des Koalitionsvertrages ist doch klar, dass die SPD-Fraktion diese Fragen beantwortet, sehen will und sie diskutieren will. Sie sind nicht neu. Aber ich muss konstatieren, dass das Ministerium sich erst jetzt ernsthaft im Abarbeiten dieser Passage und diesem Punkt im Koalitionsvertrag festgelegten Verfahren gestellt hat. Es liegt in der Natur der Sache, dass Fachpolitikerinnen und Politiker tief in der Materie stecken und eine Haltung dazu entwickelt haben. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen konnten das bisher nicht, eben weil die Entscheidungsgrundlage fehlte. Und sie konnten es vor allen Dingen auch zu Hause nicht in den Wahlkreisen mit der Zivilgesellschaft diskutieren. Aber das ist auch unser Job und Teil der repräsentativen Demokratie. Es geht auch momentan nicht, weil nun die weltweite Pandemie Zusammenkünfte schlicht und ergreifend unmöglich macht. Moltke hat einmal gesagt, erst wegen, dann wagen. Wir lehnen den Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Möller. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Markus Faber, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Es ist leider eher die Regel als die Ausnahme, dass wir uns in der besinnlichen Weihnachtszeit passend noch mal mit bewaffneten Drohnen beschäftigen. Diesem Jahr proudly presented by Die Linke. Vielen Dank dafür. Was mich allerdings wirklich wütend macht, ist die SPD.
Liebe Genossinnen und Genossen, seit 10 Jahren, seit knapp 10 Jahren, beschäftigen wir uns damit, ob wir unsere Drohnen bewaffnen, um unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz zu schützen. Alle Argumente sind mehrfach ausgetauscht. Sie haben mehrfach mit Ihrem Koalitionspartner sich entschieden, dass das eine sinnvolle Sache ist. Und wir als Freie Demokraten unterstützen das. Und immer wenn es zur Entscheidung kommt, jedes einzelne Mal schlagen Sie sich in die Büsche und sind auf einmal nicht mehr ansprechbar. Das regt mich auf. Das regt aber eben nicht nur mich auf. Das regt auch diejenigen auf, die ihre Politik umsetzen müssen. Vizeadmiral Stawitzkis Abteilungsleiter im BVG, und ihn regt das auch auf. Und er zitiert, schreibt auch in den sozialen Medien öffentlich, ich zitiere, mir fehlen die Worte. 23 unserer Kameraden habe ich in meiner Zeit als Adjutant von 3 Ministern zu Grabe getragen. Wie viele könnten heute noch leben? Zitat Ende. Dieses Zitat macht, glaube ich, deutlich, dass Ihre Verweigerungshaltung zu einer Entscheidung Menschenleben kostet. Und das ist das Fatale. Und dass Sie diese Entscheidung verweigern, weil Sie sich bei Menschen, die völlig realitätsfern argumentieren, aufplustern wollen. Und mich widert das an. Und das widert glücklicherweise nicht nur mich an. Es wurde eben schon angesprochen, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Herr Felgentreu, ist diese Woche von eben diesem Amt zurückgetreten, weil auch er das nicht mittragen kann. Dafür mein höchster Respekt. Es geht darum, unsere Soldaten und Soldaten im Einsatz zu schützen. Das sind wir Ihnen schuldig, das sind wir aber auch Ihren Angehörigen schuldig. Frau Mattheis von der SPD spricht in diesem Zusammenhang vom automatisierten Töten. Sie ist heute leider nicht anwesend, wenn ich das richtig sehe. Und ich frage mich, welchen Teil der Debatte, der 10-jährigen Debatte, sie nicht mitbekommen hat. Denn es ist kein Unterschied. Mit Ihrer Argumentation könnten wir heute auch keine Artillerie einführen. Es ist kein Unterschied. Wenn Frau Mattheis mal im Gefechtsstand war, dann sind Sie in einem Container mit Bildschirm. Der Drohnenpilot sitzt auch in einem Container mit Bildschirm, bei uns übrigens im Einsatzland. Und das ist auch gut. Deswegen müssen Sie auch keine Angst vor sich selbst haben. Denn auch wenn wir bewaffnete Drohnen hätten irgendwann, würden wir bei jedem Bundeswehreinsatz jedes Jahr hier in diesem Saal, alle, die hier sitzen, darüber entscheiden, ob wir sie mit den Soldaten in den Einsatz schicken oder nicht. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke. Ja. Bitte schön. Danke, Herr Dr. Faber, dass Sie meine Zwischenfrage zulassen. Mich würde jetzt doch mal interessieren, ob wir von diesem doch mythenumwobenen Vortrag auch mal zu Daten und Fakten und Zahlen kommen können. Können Sie bitte diesem Haus erklären, wie viele Soldaten der deutschen Bundeswehr in den letzten 5 Jahren im Auslandseinsatz nicht hätten sterben müssen, hätte die FDP damals, als sie noch in der Bundesregierung war, diese Entscheidung, die Sie heute wollen, bereits in der Regierung getroffen und durchgesetzt? Können Sie da einfach mal eine Zahl sagen? Werte Kollegin, vielen Dank für Ihre Frage. Die FDP hat ihren Bildungsurlaub gemacht und wir sind aus der außerparlamentarischen Zeit schlauer zurückgekommen, als wir hineingegangen sind. Und ich wünsche Ihnen das auch. Sie haben jeden Tag die Möglichkeit, hinzuzulernen. Und ich sage Ihnen, wenn wir bewaffnete Drohnen zum Schutz von Patrouillen hätten, dann würden wir vielleicht in den Einsatzländern auch häufiger tatsächlich auch auf Patrouille gehen. Denn wenn Sie mal, und hätten damit vielleicht auch die Chance, den Terror in diesen Ländern zu bekämpfen und der Zivilbevölkerung dort besser zu helfen, dafür zu sorgen, dass Entwicklungshelfer dort auch ihre Arbeit tun können, die das derzeit im Norden von Afghanistan nämlich nicht tun können. Aber Herr Dr. Faber, einen kleinen Moment noch bitte. Sie haben dann jede Gelegenheit zu antworten, solange Sie wollen. Der Kollege Dr. Brecht, SPD-Fraktion, möchte auch gerne eine Zwischenfrage stellen. Ach, die lasse ich jetzt nicht mehr zu. Die lassen Sie nicht mehr zu. Herr Dr. Brecht, tut mir leid. Herr Brecht, wir kommen ja beide aus Sachsen-Anhalt. Wir können das gerne bilateral mal fortsetzen. Das kann der Kollege Dr. Faber entscheiden, wenn er möchte. Dann ist sozusagen Ihre Redezeit fast zu Ende. Sie haben noch das. Genau, und damit komme ich auch zum Ende. Ich werde Sie dann auch gerne persönlich fragen, ob Sie noch wissen, wie man Verantwortung schreibt. Das wäre nämlich wichtig. Mir wäre wichtig, dass Sie sich einen Ruck geben, dass Sie bei dieser Debatte nach 10 Jahren zu einer Entscheidung kommen. Uns als Freien Demokraten ist das wichtig. Ich stehe auch gerne Ihrem Parteivorsitzenden zur Verfügung, der offensichtlich ja noch Informations- und Diskussionsbedarf hat. Da sage ich Ihnen, mein Handy ist für Sie natürlich immer an, auch über Weihnachten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Faber. So, nächster Redner ist der Kollege Tobias Pflüger, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, zuerst einmal will ich mich ausdrücklich dafür bedanken, dass von Seiten der SPD die Entscheidung über die Bewaffnung von Drohnen geschoben wurde. So kommt es diese Legislaturperiode nicht mehr zu einer Beschaffung der Bewaffnung für die Drohne Heron TP. Das begrüßen wir als Linke ausdrücklich. Bedanken möchte ich mich bei den Akteuren aus der Zivilgesellschaft, der Friedensbewegung, aus der Wissenschaft, bei der SPD, bei den Grünen und bei den Linken, die dieses möglich gemacht haben. Wir werden später hören, dass diese Debatte zur Bewaffnung von Drohnen ausführlich geführt worden sei. Naja, wir wissen aber auch, das Verteidigungsministerium hat eine im Wesentlichen gelenkte Debatte geführt. Eine ausführliche, breite, gesellschaftliche Debatte sieht völlig anders aus. Dazu gehören auch viele andere Akteure, zum Beispiel aus dem Bereich der Gewerkschaften oder Religionsgemeinschaften. Das zur Ehrenrettung von Norbert Walter-Borjans und Rolf Mützenich. Immer wieder wurde von den Befürworterungen der Bewaffnung vorgebracht, Drohnen würden nur und ausschließlich zum Schutz von Soldatinnen und Soldaten, Lagern und Konvois eingesetzt. Jeder, der sich mit Drohnen auskennt, weiß, das ist, freundlich formuliert, nur ein Teil der Wahrheit. Für Kampfdrohnen gibt es breite Einsatzszenarien. Schauen Sie zum Beispiel in das Thesenpapier Rüstung digitalisierter Landstreitkräfte vom Kommando Heer. Da sind solche Szenarien konkret beschrieben. Dort ist von UAV-Wirkmitteln gegen Gegnern die Rede. Ich zitiere mal einen Soldaten. Er sagt, unehrlich ist es, diese militärischen Einsatzszenarien hinter dem Begriff Schutz zu verstecken. Schutz heißt beim Militär eben auch, dass wir anderen Menschen das Leben nehmen werden. Das gehört dazu. Und er sagt auch, wir müssen aufhören, nur vom Schutz für Soldatinnen und Soldaten zu reden. Im besten Falle schießen sie nie, die Drohnen. Wenn wir sie aber nutzen, dann meist mit dem Ziel, Menschen zu töten. Da nur Schutz zu sagen, ist unehrlich. Das ist der zentrale Punkt. Sie erzählen quasi nur einen Teil der Szenarien. Und es gibt breite Szenarien für diese bewaffneten Drohnen. Und deshalb sollen sie angeschafft werden. Es sind Kampfdrohnen, es sind auch Angriffswaffen. Und deshalb lehnen wir diese Anschaffung der Drohnen ab. Und der beste Schutz für die Soldatinnen und Soldaten ist nicht die Anschaffung von Kampfdrohnen, sondern ist, dass man sie nicht erst gar nicht in den Auslandseinsatz schickt. Das wäre der beste Schutz. Anja Dahlmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat darauf hingewiesen, bewaffnete, ferngesteuerte Drohnen können in bestimmten Szenarien operative Vorteile bieten, sind aber grundsätzlich auch geeignet, rechtlich fragwürdige Einsätze zu begünstigen und zu Pfadabhängigkeiten zu führen, die auf Autonomie hinauslaufen. Insbesondere können bewaffnete Drohnen der erste Schritt sein in Richtung autonomer Waffensysteme. Und genau das ist geplant. Gucken Sie das Future Combat Air System an. Dort ist von autonomen Waffensystemen die Rede, von Drohnenschwärmen. Und genau das ist das. Diese Entwicklung wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass dieser Pfad geöffnet wird. Und deshalb lehnen wir diese Bewaffnung der Drohnen ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das vielleicht als ein kleiner Tipp an diejenigen innerhalb der SPD, die jetzt dafür gesorgt haben, dass es zu dieser guten Entscheidung gekommen ist. Es sind trotzdem noch für die Eurodrohne 232 Millionen Euro im jetzigen Haushalt drin. Auch die ist bewaffnet geplant. Deshalb auch diese Eurodrohne muss dann aus diesem Haushalt gestrichen werden. Auch das ist eine bewaffnete Drohne, die wir ablehnen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, für mich ist schon interessant, mit welcher Aufregung diese Debatte geführt wird. Es ist ein Waffensystem, was eine grundsätzliche Veränderung der Kriegsführung bedeutet. Und das ist der Punkt, warum wir es ablehnen. Und Ihre Formulierung, die Sie vorher hier gebracht haben, unter anderem Sie, Herr Otte, fand ich schon sehr problematisch. Ich glaube, die Debatte ist notwendig, dass wir sie ganz ruhig und sachlich führen. Dieses Waffensystem ist problematisch. Deshalb sollten wir es nicht einführen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und das Wort geht an Katja Koll von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, auch wir Grüne haben uns nach 10-jähriger Debatte eine Meinung gebildet und sind gegen die Bewaffnung der Drohnen. Liebe SPD, ich finde es langsam etwas albern zu behaupten, es sei noch nicht genug diskutiert worden. Sagt doch einfach, wo die Bedenken liegen und entscheidet euch. Aber an die Union gerichtet muss ich sagen, eine Debatte vereinbart man wegen des Erkenntnisgewinns und nicht, weil man eine bereits getroffene Entscheidung im Nachhinein legitimieren will. Akzeptieren Sie endlich, dass die Debatte nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Trotzdem haben meine Kollegin und ich auch die neuerliche Präsentation der Argumente noch mal wieder gründlich angesehen. Wenn Sie uns nämlich davon überzeugen könnten, dass der konkrete Vorteil einer bewaffneten Drohne gegenüber der herkömmlichen Luftunterstützung so groß ist, dass er die Nachteile aufwiegt, dann hätten wir unsere Entscheidung durchaus überdacht. Denn der Schutz der Soldatinnen und Soldaten ist für uns ein entscheidendes Kriterium. Die vorgetragenen Fallbeispiele waren allerdings erschreckend ungeeignet, um den Vorteil bewaffneter Drohnen darzulegen. Ich hätte erwartet, dass sie es uns schwerer machen. Durch Drohnen hätten weder die dargestellte Hinrichtung durch Terroristen verhindert, noch ein unübersichtliches Kampfgeschehen beim Angriff auf eine Patrouille beendet werden können. Bewaffnete Drohnen sind eben keine sauberen Wunderwaffen, die nur die Bösen treffen und die Guten schonen. Es gibt von den 10 bewaffneten Einsätzen der Bundeswehr im Ausland derzeit keinen mit einem Einsatzszenario für bewaffnete Drohnen, und das ist auch gut so. Auch der Abzug aus Kunduz war ohnehin notwendig, und daran hätten auch die bewaffneten Drohnen nichts geändert, Herr Otte. Ich habe bei der Bundesregierung trotzdem noch mal schriftlich nachgefragt, wie oft die Bundeswehr in Afghanistan auf den Schutz durch bewaffnete Drohnen der Bündnispartner angewiesen war. Denn das wäre ja durchaus relevant gewesen. Die Antwort der Bundesregierung war allen Ernstes, dass sie darüber keine Kenntnis hat. Also bitte, wenn Sie uns von der Notwendigkeit dieser Waffensysteme überzeugen wollen, dann sollten Sie solche Kenntnisse besser haben. Und ich bitte die Soldatinnen und Soldaten um Verständnis, aber wir müssen bei der Abwägung nicht nur das aktuelle Einsatzszenario ansehen, sondern auch mit einbeziehen, dass die Verfügbarkeit bewaffneter Drohnen das Einsatzszenario künftig verändern wird. Falls die Union insgeheim vorhat, die Bundeswehr künftig auch an bilateralen Antiterrormissionen zu beteiligen, dann soll sie das offen sagen. Ich sage Ihnen, diese Form des Antiterrorkampfes hat sich weder bei den Amerikanern in Afghanistan noch bei den Franzosen in Mali als hilfreich und nachhaltig erwiesen. Wir halten es für richtig, dass die Bundeswehr die UNO-Mission in Mali unterstützt. Für dieses aktuelle Einsatzszenario brauchen wir die Bewaffnung der Drohnen nicht. Und ein anderes Szenario würde das Leben der Soldatinnen und Soldaten mehr gefährden als schützen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir mit der Redezeit jetzt etwas strenger umgehen müssen und auch Kurzinterventionen und Zwischenbemerkungen nicht mehr zulassen werden. Als nächstes hat das Wort Florian Hahn, 5 Minuten für die Fraktion der CDU-CSU zu reden. So, Frau Präsidentin, schön, dass man jetzt beim letzten Redner darauf achtet, aber gut. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegen 2 Anträge vor von der Linken und von den Grünen, die inhaltlich auf das Gleiche hinaus wollen, nämlich die Bundeswehr soll nicht mit bewaffnungsfähigen Drohnen ausgerüstet werden. Und beim Antrag der Linken ist es so, dass sich 6 Zeilen damit beschäftigen mit der Beschlussfassung und 8 Zeilen mit der Begründung. Das ist relativ dünn. Und es ist ungefähr genauso dünn wie das, was auch der Herr Pflüger hier abgezogen hat, indem er im Grunde Argumente ins Feld geführt hat, die in den Antragen gänzlich fehlen, im Antrag der Linken ins Feld geführt hat, die sie im Grunde für jede andere Waffe, die die Bundeswehr einsetzt, auch ins Feld führen können. Und daran zeigt sich einmal mehr, dogmatisch, konsequent und ideologisch treu, so ist die Linke, und deswegen wollen wir uns damit gar nicht länger befassen. Aber der Antrag der Grünen, liebe Kolleginnen und Kollegen, richtig an dem Antrag ist, und das hat die Kollegin Koll ja auch gesagt und bemerkt, die Debatte wird seit jetzt fast 10 Jahren geführt, und es sind tatsächlich wirklich alle Pros und Kontras
auf den Tisch gelegt worden und abgewogen worden und diskutiert worden. Falsch ist allerdings, liebe Kollegin Keul, den Schluss, den Sie ziehen. Es ist falsch, diese bewaffnungsfähige Drohne nicht anschaffen zu wollen. Und ich sage Ihnen auch mit den Argumenten, die Sie führen, warum. Sie sagen unter anderem, das BMVG hätte nicht ausreichend Einsatzszenarien geliefert, Drohnen versus herkömmlicher Luftunterstützung, hier den Unterschied aufzuzeigen und deutlich zu machen, warum das notwendig ist. Ich kann nur sagen, also bei den vielen Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, bei den Debatten, bei der Anhörung im Bundestag, bei den Dingen, die zum Beispiel der Bundeswehrverband gesagt hat, hier sind überall Soldaten Frau Präsidentin, da sind viele Soldaten befragt worden, die genau diese Szenarien beschrieben haben und das nicht aus voller Überzeugung, aus eigener Erfahrung. Und da kann ich nur sagen, wenn das nicht genug ist, was braucht es denn dann eigentlich noch mehr? Und wollen Sie die Kollegin? Ich wiederhole mich ungern, aber ich möchte gerne, dass die Debatten jetzt zügig zu Ende geführt werden. Aha, gut. Also ich erinnere auf jeden Fall. Ich würde sie genehmigen, ja, aber ich muss jetzt weiterreden, leider. Frau Strack-Zimmermann, ich hätte den Genuss Ihrer Zwischenfrage gerne gehabt. Ich möchte aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist schon noch mal ernst, ich möchte schon sagen, dass mit Blick auf die 10 Jahre, die ich im Deutschen Bundestag bin, mir allein spontan 3 Dinge einfallen, wo ich sage, ich glaube, dort hätte eine bewaffnungsfähige Drohne den Unterschied gemacht. Und das ist Kunduz, das ist das Karfreitagsgefecht. Und das ist beispielsweise der Beschuss letztes Jahr des deutschen Lagers in Afghanistan. Und das sollte man nicht übersehen. Weiteres Argument, bewaffnete Drohnen würden überwiegend völkerrechtswidrig aktuell in den Einsatz gebracht werden. Da kann ich nur sagen, was ist denn das für ein großer Unsinn? Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Und selbst die Völkerrechtsexperten, die Grüne und Linke in der Anhörung aufgefahren haben, haben klar gesagt, dass Drohnen in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht eingesetzt werden können und dass es keinen rechtlichen Unterschied zu anderen Waffensystemen, beispielsweise zu Kampfflugzeugen, an der Stelle gibt. Drittes Argument war, dass bewaffnete Drohnen dazu führen, dass die Hemmschwelle sinkt, militärische Einsätze zu führen. Da kann ich nur sagen, diese Frage hat mit Drohnen nichts zu tun, denn jede neue Fähigkeit ändert selbstverständlich Einsatzszenarien. Beispiel: Vor 10 Jahren haben wir die Beschaffung von Schutzkomponenten für den Dingo angeschafft. Warum? Weil unsere Soldatinnen und Soldaten einfach nicht sicher genug ausgerüstet waren, als sie in Afghanistan Patrouille gefahren haben. Was ist da passiert? Wir haben die Dingos ausgestattet, das Fahrzeug war sicherer und selbstverständlich sind dann mehr Patrouillen gefahren worden. Das ist doch ganz klar. Zweites Beispiel, September 2020, Beschaffung eines schweren Bombenkörpers GBU 48 für den Eurofighter. Selbstverständlich haben wir hier zugestimmt, weil das eine wichtige Fähigkeit ist. Im Übrigen, liebe Frau Keul, haben Sie zugestimmt und die Grünen auch mit zugestimmt. Zu was führt das? Zu ganz anderen Möglichkeiten, tatsächlich den Eurofighter in den Einsatz zu bringen. Das hat also mit Drohne, ja oder nein, nichts zu tun. Neue Fähigkeiten bedeuten im Zweifel auch neue Einsatzszenarien. Sehr geehrte Damen und Herren, ich sage Ihnen eins, ein Appell an Olaf Scholz, den Finanzminister. Er hat die Vorlage bei sich liegen. Er soll seines Amtes walten. Das Geld ist hinterlegt und soll diese Vorlage in den Deutschen Bundestag einbringen. Und letztlich sage ich an die SPD, habe ich hier einen dringenden Rat. Liebe Frau Möller, Sie haben das ja tapfer hier gemacht. Es ist übrigens bezeichnend, dass Sie als die Einzige, die dafür ist, hier redet und Sie offensichtlich die Mehrheit sich in Ihrer Partei aktuell drückt. Hören Sie auf Ihre Fachpolitiker, liebe SPD, hören Sie auf die Wehrbeauftragte Eva Högel, auf den ehemaligen Wehrbeauftragten Herrn Bartels. Lassen Sie die Bundeswehr, lassen Sie unsere Soldatinnen und Soldaten nicht im Stich. Sie werden einen massiven, schweren politischen Schaden davon tragen, wenn Sie diese Entscheidung tatsächlich so treffen. Und Sie treiben Wähler, treue Wähler, die Sie hatten, nicht zuletzt auch in die Arme der AfD. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Hahn. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Verteidigungsausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Keine Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen. Wenn Sie Lust auf eine Abmahnung haben, können Sie die gerne bekommen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 25 321
den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 22369 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Fraktion der SPD. Teile der CDU-CSU-Fraktion? Dann, ja, wenn Sie auch Ihren Mund halten würden, wäre es möglich, auch alle, dass alle zuhören könnten. Jetzt reicht es aber langsam. Ich wiederhole jetzt den Beschluss. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 25321 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 22369 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Fraktion der SPD, der CDU-CSU-Fraktion, der FDP und der AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Interfraktionell wird die Überweisung zum Zusatzpunkt 14 der Vorlage auf Drucksache 25293 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 19.